So, hallo ihr Lieben. Heute möchte ich endlich mit euch das Meerbild malen, was ich schon im letzten Video versprochen hatte. Dafür verwenden wir heute eine schwarz vorgrundierte Leinwand. Wundert euch nicht, dass sie so ein kleines bisschen fleckig ist. Die habe ich schon mal benutzt. Da habe ich gestern schon ein Bild drauf gemalt zur Übung. Das ist mir dann nicht ganz so gut gelungen. Deswegen habe ich es dann einfach mit dem Öltuch wieder abgewischt. Deswegen sieht man das hier noch ein kleines bisschen, dass der Hintergrund noch minimal feucht ist. Das ist aber nicht die Grundierung. Also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier schwarze Grundierung. Nee, die schwarze Grundierung ist schon lange, lange trocken. Das ist nur ein kleines bisschen Restöl. Wir verwenden jetzt für den schwarzen Hintergrund natürlich keinen weißen Flüssiggrund. Das wäre ja nicht ganz so schlau. Heute nehmen wir unser Flüssigtransparent. Dieser Flüssiggrund ist sehr, sehr ergiebig, deswegen müsst ihr mit dem Einsatz sehr vorsichtig sein. Wirklich nur so eine kleine Ecke reinstopfen von dem 2 Zoll Pinsel und dann die Farbe verteilen. Ihr seht, wie das hier schon gleich runterläuft. Der ist wirklich sehr, sehr flüssig. Deswegen braucht ihr davon auch nur ganz, ganz wenig. Wie gesagt, wenn das jetzt hier so ein bisschen blau schimmert, wundert euch nicht, denn die Leinwand habe ich schon einmal verwendet. Normalerweise ist der Flüssiggrund farblos. So, ich verteile das jetzt mal hier ganz grob. Ganz wichtig, dass ihr den Flüssiggrund wirklich an jeder Stelle habt. Der muss wirklich gut verteilt sein. Ich mache das mal eben fertig und dann geht es gleich weiter. Moment. So, die Leinwand ist jetzt vorgestrichen mit Flüssigtransparent. Wenn ihr jetzt wirklich genau wissen wollt, ob ihr sie überall erwischt habt, schaut ihr einmal seitlich lang. Da, wo es nicht glänzt, habt ihr noch keinen Flüssiggrund. Dann da nochmal nacharbeiten. Auch wenn es jetzt schon gut aussieht, einmal komplett noch mit dem 2 Zoll Pinsel rübergehen bitte. Senkrecht und auch waagerecht, damit ihr das wirklich alles richtig gut verstrichen habt. Und jetzt ist das trotz alledem, dass wir es so gut verstrichen haben, immer noch zu viel. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangen würdet zu malen, würdet ihr kleine Lecknasen in eurer Farbe bekommen. Deshalb ganz wichtig, nehmt bitte ein Haushaltstuch und streicht damit nochmal komplett über eure Leinwand rüber. Nicht zu viel Druck, einfach nur locker rüberstreichen. Ihr seht, wie gesagt, blaue Farbe vom Vorbild, sonst wäre es jetzt einfach nur ein kleines bisschen gelblich. Vorsichtig einmal rüberwischen, noch einmal zusammenfalten und hier oben habe ich wieder ein bisschen viel. Ganz vorsichtig noch rüberwischen, dass ihr ein bisschen was von dem Flüssiggrund runterkriegt. Weil nichts ist ärgerlicher, wie als wenn ihr da wirklich gerade was Schönes gemalt habt und dann verläuft euch die Farbe. Das ist ein bisschen schwierig bei dem Flüssiggrund, aber es lohnt sich, weil man wie gesagt mit dem Transparent ganz, ganz tolle Effekte erzielen kann. Okay, also das Meerbild malen wir heute mit folgenden Farben. Mit unserem Preußischblau, dem Dunkelblau, dann nehmen wir das Pentanolblau. Dann haben wir Ockergelb und Van Dyck Braun für den Strand. Und ganz wichtig natürlich, wir nehmen sehr viel Weiß in diesem Bild. Aufgrund des dunklen Hintergrundes brauchen wir natürlich noch mehr Weiß, als wenn der Hintergrund jetzt hell wäre. Passt aber bitte auf, am Anfang, wenn wir das Meer malen, den Himmel, die Wolken, verwende ich nur Flüssiggrund. Das heißt, ich habe mir ein bisschen von dem Flüssigweiß auf meine Staffelei gemalt und werde nur damit malen. Das Titanweiß, das benutze ich ganz, ganz zum Schluss, wirklich nur für einzelne Highlights, weil das Titanweiß verzeiht keine Fehler. Das heißt, wenn ihr da zu viel Titanweiß drin habt, könnt ihr da nicht mehr so viel ausbessern. Deswegen nimmt am Anfang bitte nur flüssig weiß. Gut, dann wollen wir mal starten. Als erstes nehme ich mir Preußischblau und Pentanolblau und fange an, das hier ruhig ein kleines bisschen dicker hier oben zu verstreichen für meinen Himmel. Achtet darauf, nicht zu viel Pentanolblau, weil die Farbe sehr, sehr hell ist. Lieber etwas mehr Preußischblau, weil in diesem Fall die dunkle Leinwand habe ich gewählt, weil ich gerne einen Nachthimmel malen möchte. So, das verstreiche ich jetzt hier schön.
Ich nehme nur etwa ein Drittel der Leinwand für meinen Himmel, weil ich ja jetzt gerne eine schöne große Welle malen möchte. Deshalb liegt da mein Hauptaugenmerk drauf. So, ist es jetzt hier noch nicht so schlimm, wenn er jetzt ein bisschen drüber kommt, das ist gar kein Problem. Dann nehme ich jetzt einen neuen Pinsel und verwende jetzt für das Meer erstmal hier hinten ausschließlich preußischblau. Dann nehme ich jetzt kein Pentanolblau mit rein, sondern nur mein preußischblau und deute jetzt einmal hier meinen Horizont an. In diesem Fall mache ich den jetzt mal nicht ganz so perfekt. Weil es ist irgendwie, ich habe mir das jetzt alles umgebaut und mit links ist das irgendwie so schwierig. Und wenn ich das jetzt rechts drehe, dass ich besser rankomme, dann passt meine Kamera da wieder nirgendwo hin. Deswegen wird dieses Bild eine kleine Herausforderung werden. Aber ich wollte das gern einfach mal so versuchen. Wenn es schwieriger wird, werde ich nachher auch das Bild drehen. Ich hoffe, ihr seht dann trotzdem noch genug. Wahrscheinlich muss ich das Bild jetzt schon ein Stück drehen. Okay, ich kontrolliere das mal kurz. Wie sieht es aus? Ja, ich glaube, so könnt ihr immer noch ganz gut gucken. Okay, also ich ziehe jetzt einmal hier mit meinem Blumenpinsel den Horizont lang. Die Farbe ist auch ruhig etwas dicker, wegen dem Flüssiggrund. So. Okay. Also, jetzt habe ich hier im Hintergrund nur mein preußischblau. Da könnt ihr auch so ein zweiter gern den Blumenpinsel verwenden, weil der die Farbe optimal verstreicht. Der zieht die wirklich ganz doll mit und lässt keine großen Farbkleckse über. Das malen wir etwa nochmal so ein Viertel breit der Leinwand. Und dann gehen wir zurück in unser Pentanolblau. Machen hier ein kleines bisschen Pentanolblau rein, so einen flachen Streifen. Gehen dann wieder, hier ungefähr stelle ich mir vor, soll etwa meine Welle sein. Das heißt, der obere Teil der Welle ist heller. Den möchte ich relativ türkis haben. Dafür habe ich extra das Türkis der Blumenmalerei zur Verfügung. Das benutze ich aber ganz wenig, sondern ich möchte die Welle wirklich natürlich haben. Deshalb verwende ich dafür jetzt mein Pentanolgrün. Damit kriegt man ganz tolles türkises Wasser hin. Davon nehme ich mir jetzt auch eine Spitze. Ihr seht das hier, ganz, ganz wunderschöne Farbe. Verwendet bitte kein Saftgrün. Saftgrün ist zwar auch eine tolle Farbe für die Landschaftsmalerei, aber im Meer sieht es dann eher aus so ein bisschen schmutzig, bis hin zu einem sehr veralteten Meer. Kann man natürlich auch machen, gar keine Frage. Aber da ich jetzt eher hier so meine Paradieslandschaft haben möchte, entscheide ich mich natürlich für das Pentanolgrün. Davor, wenn die Welle bricht, wird es wieder etwas dunkler. Deshalb mal nehmen wir hier wieder etwas von dem Preußischblau. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu groß werden. Das ist nämlich immer das Problem bei so einem Wellenbild, bei mir zumindest, dass ich alles zu groß male und dann hinterher passt das mit dem Strand und so wieder alles gar nicht. Deshalb hier nur ein kleines bisschen dunkelblau. Dann gehe ich zurück in mein Pentanolblau. Habe immer noch den Rest grün in meinem Pinsel. Das ist auch Sinn der Sache. Also in dem Pinsel habe ich die ganze Leinwand lang noch nicht gereinigt. Das ist auch nicht notwendig. Jetzt deute ich hier so ein bisschen die Wellen an, die an den Strand angespült werden. Deshalb nehme ich hier wirklich ganz wenig Farbe. Wische den Pinsel hier regelrecht ein kleines bisschen aus. Hier hinten noch wieder ein bisschen mehr Farbe. Und wenn ihr das jetzt soweit habt, dann schauen wir mal, wie wir das mit den Bergen machen. Ich möchte hier nämlich noch so eine kleine Landzunge reinsetzen. Dafür nehme ich mir einen anderen Blumenpinsel. Der ist jetzt sauber. Und verwende ein kleines bisschen Van Dyck Brown. Und setze den hier oben an. Und dann muss ich mir noch mal ganz kurz überlegen, wo denn meine Landzunge reingeht. Ich würde mal sagen, hier oben ist der Horizont. Dann machen wir den mal hier rein. Weil das Schöne an so einer Landzunge ist nämlich, dass man da dann ganz hübsch darstellen kann, wie das Wasser da dran bricht. Deswegen stupfe ich die jetzt mal hier lang, schönes Braun. Wie gesagt, das werdet ihr hinterher alles sehen, wofür ich das mache, wenn wir da mit dem Weiß reingehen. So, meine Felsen gehen jetzt nur ungefähr bis hier. Und
Und hier fängt mein Strand an. Für den Strand benutze ich ein wenig Ockergelb. Mit dem Rest, was ich im Pinsel habe, von dem Van Dyck Brown. Und mache das dann hier ran. Ihr seht, in dem Ockergelb ist ein hoher Weißanteil drin. Deshalb sieht man das auf dieser dunklen Leinwand natürlich ziemlich doll. Mit dem Ockergelb könnt ihr jetzt auch gerne ein kleines bisschen hier ins Meer reingehen. Denn am Anfang des Wassers ist es ja sehr klar. Das heißt, da sehen wir natürlich auch den Sand. Deshalb male ich das hier so ein kleines bisschen schön mit rein. Weil ich möchte, dass im Wasser nachher der Sand zu sehen ist. So, noch habt ihr alle Möglichkeiten offen. Also ihr könnt euch komplett entscheiden. Solltet ihr die Landzunge jetzt zu tief gemalt haben, zu hoch, kann man immer noch mit dem Öltuch sagen, das nehme ich nochmal raus, verteile dann den Flüssiggrund nochmal ein bisschen. Noch kann man Fehler machen, das ist gar kein Problem. So, das ist unser Hintergrund. Unsere Vorbereitung, ihr seht jetzt noch nicht so viel, das wird jetzt gleich passieren, wenn wir das Weiß nehmen. Ein kurzer Zwischenschritt. So, bevor wir jetzt anfangen, mit dem Weiß da reinzugehen, zeichnen wir uns das grob einmal vor, wie das denn werden soll. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, flüssig Weiß. Sollte uns dabei jetzt Fehler passieren, kann man das immer noch verwischen, ausgleichen, überhaupt jetzt in diesem Moment kein Problem. Also ich habe hier meinen dunklen Grund. Das heißt, hier soll meine Welle, genau in dem Bereich soll sie brechen. Ich gehe einfach mal hier rüber, deute hier mal die Welle an. Hier ist mein Überschlag und hier ist die Welle noch steil. Hier ist sie noch nicht gebrochen und die schwenkt jetzt hier rüber ins Meer. Wie gesagt, habt ihr euch jetzt vertan? Ist die zu weit hinten, zu weit vorne? Noch könnt ihr alles ändern. Warum ich das hier so dunkel habe, ist natürlich, weil die Welle einen kleinen Schatten wirft. So, jetzt muss ich mal ungefähr gucken, wie das bricht. Ja, hier ist es steil. Hier macht die Welle so eine kleine Kurve und dann geht sie hier über wieder ins Meer. Das gleiche habe ich hier. Das deute ich mir jetzt nur mal an, weil ich natürlich als erstes den Bereich unter der Welle malen muss. Sonst sieht das nachher unrealistisch aus. Das sind jetzt nur kleine Striche für mich, damit ich hinterher die Perspektive auch wirklich gut hinbekomme. Wenn ich mir das jetzt nämlich jetzt noch nicht überlege, sondern das zu spät mache, könnte es passieren, dass ich mir die Welle hinterher wieder kaputt mache. Und das wollen wir natürlich nicht. Hier hinten in diesem Bereich müsst ihr darauf achten. Das ist mir nämlich auch schon passiert, der Fehler. Die Welle, die jetzt hier anfängt zu brechen, ist hier kleiner. Das heißt, die Welle, die noch nicht gebrochen ist, ist wesentlich größer. Deshalb muss ich das hier nochmal vergrößern. Weil die kommt ja und dann bricht sie und wird durchs Brechen kleiner. Deswegen muss dieser Bogen immer etwas höher sein. So, also unsere Welle ist schon mal ganz schön angedeutet. Dann haben wir hier eine kleine auslaufende Welle. Vorne im Strandbereich. Und hier sind dann diese kleinen Wellen, die auslaufen. Das machen wir aber ganz zum Schluss. Das ist nur schon mal für uns ungefähr, dass wir eine Andeutung haben. Hier bin ich jetzt, als ich das vorgezeichnet habe, zu gerade gegangen. Ihr seht das. Meine Welle soll natürlich so ein kleines bisschen so gehen. Deshalb deute ich die jetzt hier auch schon mal so an. Und jetzt muss ich darauf achten, weil hier kommen schon mal Steine, dass ich gucke, hier kommt die Welle, trifft die Welle auf die Steine rauf. Das heißt, hier spritzt sie natürlich total hoch. Da muss ich ganz besonders aufpassen, dass ich nachher, wenn ich hier die Felsen male, nicht versehentlich zu viel Braun habe, weil sonst mischt sich das und das würde dann nicht schön aussehen. Das gleiche hier vorne, hier wo das Wasser ankommt, hier bricht auch eine Welle, hier spritzt das auch hoch. Das müsst ihr euch alle schon mal so ein kleines bisschen andeuten. Weil wenn ihr da, wie gesagt, nachher zu viel Farbe drin habt, kriegt man diese weißen, schönen Nuancen vom Schaum der Wellen nicht mehr so hin.
Okay, das ist hier unsere erste Welle. Dann haben wir hier hinten eine kleinere zweite Welle, die ist nicht ganz so groß. Die verläuft sich hier hinten. Und hier kommt auch nochmal eine Welle, die bricht jetzt nämlich gerade hier an der Langzunge. Und hier hinten, das sieht man dann kaum noch. Hier sind nochmal so ein paar kleine Wellen. Dann könnt ihr auch bei der hinteren Welle hier sonst nochmal andeuten, dass die hier gerade bricht. Und hier gerade entlang kommt. Die kann auch ein bisschen länger brechen. Macht nicht zu viel im Hintergrund, weil wir wollen ja hier, wollen wir unser Augenmerk drauf haben. Hier vorne auf der Welle. So, dann haben wir hier natürlich noch jede kleine Menge kleine Wellen. Das deuten wir einfach nur an. Das ist jetzt mit die wichtigste Vorarbeit, dass ihr euch das so ein bisschen vorzeichnet, wie soll das hinterher werden. Hier ganz hinten im Hintergrund bitte kein oder kaum Weiß nehmen. Also das, natürlich müssen wir gleich Weiß nehmen, sonst sieht man ja nichts. Aber hier darf es nicht zu hell werden natürlich, weil ganz hinten ist das Meer natürlich relativ dunkel. Als allererstes machen wir jetzt die Wolken fertig. Das ist nur schon mal jetzt unsere grobe Vorskizze. Okay, also nächstes Tutorial.